und eine weitere unlesbare Notiz. Hier führt eine Kette durch. Hier haben wir ein Portal. Das mich ebenfalls hier hinbringt. Da oben kann ich dann hochklettern. Ich weiß nicht genau warum. Sieht auf jeden Fall schön aus mit den Dunkeldingern da. Fallen mir besser als die Lichtdinger. Irgendwas haben wir da. Irgendwie kann man da auch hinkommen, bestimmt. Das ist nämlich auch eine Truhe. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, was haben wir hier? Bekommen wir sie nicht auf? Ist von der anderen Seite zugesperrt. Wie unüblich. Habe ich noch nie gesehen. So. Jede Menge Loot. Aber wirklich jede Menge. So, da hinten ist eine Dingens. Aber dann muss ich immer hier ein Portal öffnen. Die Frage ist, wie? Wahrscheinlich über die andere Welt. Oh, andere Turm. Ist ja keine Welt, ist ja nur ein Turm. Das Ding habe ich nicht aufgekriegt, ne? Nee. Hier bekomme ich das auf. Hallo. Oh, gleich zwei. Oh, du Scheiße. So, das habt ihr davon. Da habe ich mal den stygischen Stein des Todes benutzt. Hat auch gut funktioniert. Der Kettenraum ist defekt da hinten. Also da ist die Tür zumindest davon defekt. Ach komm. Geh, wo du wohnst. So. Da muss ich keine Tür mehr aufziehen hier. Das ist schon offen. Eine Zwielichtscherbe. Komme ich da durch? Nee. Ich komme da auch nicht rein, aber ich muss da halt ein Portal reinsetzen. Irgendwie. Wahrscheinlich, wenn ich von der anderen Seite aus da ein Portal aktiviere. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier so Schwingdinger. Warum? Geschwungen oder sowas. Ich weiß nicht, was die Dinger da oben jetzt zu suchen haben. Überhaupt nicht. Hm. Sehr merkwürdig. Quecksilber. Eine unlesbare Notiz. Ein Stein der Weisen. Was? Inventar voll. Auf jeden Fall austauschen. Und bestimmt hier sowas wie Körner oder sowas, ne? Körner nicht. Nehmen wir den Tarntrumpf weg. Den brauche eh keiner. Also ich zumindest nicht. Okay. Was hat das hier nochmal mit den Anhängselsteinen hier zu tun? Diese hier. Da liegt auch noch ein Item. Ach, so ein stygischer Stein. Ein stygischer. Tausche ich mal gegen einen Strahlstein aus. Ist okay. Aber wir müssen halt dann sehr bald mal wieder zurück. Besonders da ich nicht unbedingt weiß, wie ich jetzt da gut reinkomme. Ja, weil hier irgendwie was reinwerfen ist ja auch nicht möglich.
würde mich ja gerne daran hängen. Was aber auch nicht so gut funktioniert. Alles sehr merkwürdig hier. Einfach nur um zu sehen, dass man da rein kann. Wenn ich jetzt hier durchgehe, muss das natürlich auf der linken Seite sein, die ja hier nicht öffbar ist. Die Sache ist ja, dass wir sowieso noch die eine oder andere Kette öffnen müssen. Was wir bisher noch nicht schaffen konnten, wegen mangels Gedöns. Hier müssen wir halt noch drei öffnen. Und auf der Lichtseite hier, auf dem morgengrauen Turm, sind das zwei, ne? Ja. Die Frage ist halt, wie man halt zu den einzelnen Türen überall hinkommt. Ich habe keine Ahnung. Überhaupt nicht. Kann ja auch nirgendwo runterspringen, weil die Kette führt ja irgendwie hier lang. Die Tür da hinten ist ja defekt. Merkwürdig, 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 merkwürdig. Hallo. Schön, dass ihr jetzt hier zu zweit seid. Das habe ich mir gewünscht. Nicht. Okay. Nichtsdestotrotz machen wir uns auf den Weg halt zurück zu Helena. Weil, ne? Ja, komm. Weil wir müssen sie füttern, wir müssen wieder ein paar Sachen ablegen, wir haben viel zu viel Krempel dabei. Wir wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Scheiß. Also wirklich nicht. Hier führt noch die eine Kette entlang, ich weiß gar nicht, wohin genau die führt. Aber ich glaube, das mache ich. Ich mache da erstmal eine Aufnahmepause und dann gucke ich mir das dann halt in der nächsten Folge nochmal genau an, weil ich dann sowieso wieder vergessen habe, wie ich hier von überall hinkomme. Ärgerlich ist auch die eine Stelle da in dem einen Turm, wo ich nicht weiß, wie ich da hochkommen soll. Ein Lichtstein, im Metall ist eh voll, okay. Dann nicht. Okay. Kann ich mich hier nicht irgendwo runterfallen lassen? Noch ein Lichtstein, im Metall ist voll. Knapp. Schmeißt doch nicht mit euren komischen Dingern hier durch die Gegend. Das tut doch weh. Ja, ja. Bisschen feiner. Das wird dann wieder ein Kletterspaß, wenn ich da in der nächsten Folge hier das machen darf. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe optimistisch, wir schaffen das. Wir wissen ja so ganz grob, ganz, ganz grob, wo diverse Ketten sind. Wir müssen sie halt nur noch wirklich erreichen. Das wäre ein Rätsel, die ich mir wahrscheinlich bis zum nächsten Mal einfach mal aufheben muss. Einfach mal, um den Kopf wieder frei zu kriegen und sowas. Schauen wir mal. Wird super, bestimmt. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Helena, da ist er. I finished translating that book. Das ist super. Ihr habt gebacken? Here you are, Aaron. I made some more cake. Yay! Okay, in die Truhe gelegt. Perfekt. Ich habe hier wieder neues Zeug für dich. So, this is... Ja. Dann habe ich bestimmt ein Geschenk. Ich habe bestimmt nochmal eine Nymphenbeere. Die habe ich hier aufbehalten für den Fall eines Falles. Bestimmt. Sage ich jetzt. Und weiß nicht wo. Ich hatte bestimmt mal irgendwo eine Nymphenbeere. Oder ich habe hier bestimmt noch eine Taube oder sowas, die mir bestimmt noch eine Nymphenbeere geben kann. Ich weiß auch nicht. Packen wir die erstmal in die Truhe. Haben wir schon mal viele Plätze frei. So. Hey, ihr Topsies.
Da, ein Nymphenbär. Das ist nicht toll. Richtig, das ist toll. So. Zurück zu Helena. Helena. Wo ist sie denn schon wieder? Da. An den Kisten. Was machst du denn bei den Kisten? Ja, unbedingt. Aber zuerst gebe ich dir ein Geschenk. Guck mal, ich habe dir eine Beere mitgebracht. Von draußen. Also eigentlich vom Innenhof, aber okay. Ist das für mich? Ja. Thank you, Aaron. Bitte. Kein Kuchen? Okay. Dann gebe ich dir halt Fleisch. Warmes Fleisch. Ja. Go, go, go. Kennen wir, haben wir schon mal gesehen. So, damit liegt sie jetzt hier wieder brach. Jetzt hat gegessen, wir schlafen mal, bis er aufwacht. Mal sehen, ob hier in der Nacht was passiert. Nein, natürlich nicht. Hey, listen, hey. What's that, Aaron? You want to chat about something? Bestimmt. Tagebuch der Zerstörung. The scar hasn't always been there, you know. It's something to do with an accident 50 years ago. Oh, what? Ich freue mich auch, was da passiert ist, aber das wissen wir eigentlich schon. Also nicht, was da passiert ist, sondern dass wir uns das fragen. Gut. Nein. Nein. Okay, gut. Leider nichts, was die Zuneigung erhöht. Leider, leider. Gut, dann, Mafda, ich habe hier ein bisschen Fleisch über. Ja, bitte. 500 ist okay. Ein bisschen Lesestoff. 3000 Lesestoff nehme ich auch. So, dann wollen wir mal reparieren. Nee, müssen wir nicht. Okay. Waffe verbessern. Ist bestimmt immer noch nicht drin. Mich würde echt interessieren, was da denn an Materialien fehlt. Wahrscheinlich irgendwelche komischen Materialien, die du nur zu bestimmten Uhrzeiten in den Türmen bekommst oder sowas. Sowas gibt's ja. Hat uns ja Mafda schon erzählt. Beispielsweise bei Quellstein war das ja, glaube ich. Wo du da halt um eine bestimmte Uhrzeit da irgendwie was Tolles bekommst. Ja, muss man mal gucken. Was there something else you wanted? Okay. Farewell for. Ach nee, ich wollte noch verkaufen, verdammt. Verkaufen, 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 kaufen, kaufen. So it's time to open for business. Ja, verkaufen. What do you want to sell? So, möchte ich verkaufen. Das Mobilum, das interessiert mich nicht. Sprengerz. Packen wir erstmal in die Kiste. Die Dinger sind nichts wert, leider. Ist viel zu einfach zu farmen. Warte. So. Kristallerz bringt mir ganze 8 Geld. Das ist nicht wirklich viel. Und so Metallgedöns gibt mir bestimmt auch nicht so wirklich viel. Schade, die lassen sich so einfach farmen. Warte mal. Hier ist ein Metallstück. Wo ist es denn? Wir haben davon 100.000 Millionen 30 Stück. Da. 30 gibt mir das immerhin. Aber wenn ich immer wirklich viel Geld brauche, dann weiß ich, woher ich das bekomme. Gut. Dann möchte ich hier auf jeden Fall wieder Sachen kaufen. Ja, so. Üblichen Heilmittel hier. Ambrosia weiß ich nicht. Ist mir eigentlich das Geld nicht wert. Das nehmen wir mal. Und die ganzen anderen Krams hier auch. Blaues Gewand haben wir ihr schon geschenkt. Ich weiß nicht, warum ich das hier nochmal kaufen sollen wollen würde. Ich kaufe hier einfach mal, ne? Einfach nur für die Zuneigung. Ich werde hier sowieso zwischendurch auch nochmal Gold farmen. Oder Leots oder wie auch immer. Hier ein blauer Läufer. Ticket, Ticket All. Ein Ledergurt. Wird sich bestimmt auch drüber freuen. Mehr habe ich jetzt aber nicht wirklich. Oder hast du irgendwo noch Goldmünzen, die ich dir abkaufen kann? Ich glaube nicht. Weil das ist nämlich sowas, das ärgert mich tatsächlich so ein bisschen, dass ich das schon verkauft habe, die ganzen Goldmünzen, die wir bisher gefunden haben. Helena! Hier, für die Zuneigung habe ich dir die Sachen gekauft, die ich dir schon 50 Mal gekauft habe. Hier, Geschenk geben. Hier, Gedöns. Wow! Thank you, Aaron. This is just the kind of thing I like. Du hast dich noch nie so gefreut.
Aber nun gut. Blumen sammeln. Thank you, Aaron. I'll sow these and try my best to grow some more flowers. Yay! Geschenk geben. Warte mal hier, blaues Tuch. Thank you, Aaron. It's always good to have some nice cloth. Now, I've already made a bed cover and a tablecloth in this pattern. What else can I make? Das ist eine gute Frage, aber Hauptsache ist, ne, die Zuneigung steigt. Zuneigung steigt natürlich nur, wir wissen ja, wenn man Frauen beschenkt, ja? Also andere Zuneigung gibt es nicht. Eine Bettdecke. So. Einfach nur um das ganze gesammelte Geld, das wir jetzt hier schon wieder gekriegt haben, einfach mal auf den Kopf zu hauen. Ja. Ja, bitte. Ein Geschenk geben. Wir haben ja so viele davon. Hier ein rotes Tuch. Hauptsache ist, du freust dich. Das ist alles. Jedes Lächeln, das du auf den Lippen hast, ist einfach super. So. Eine Geranie. Ja, wirklich. Ich kann damit nichts anfangen. Auf dem Schlachtfeld. Blütenpflanze. Ja, wirklich. Weiteres Geschenk geben. Ja. Geschenk geben. Ledergurt. Ja, kannst du bestimmt auch anders verwenden. So. Weiß ja nicht, wie viel das jetzt hier gestiegen ist, aber ich glaube, wir sind wieder fast vor dem nächsten Zuneigungspunkt. Gut. Hoffe ich zumindest. Dann legen wir hier in der Truhe nochmal so Gedöns auf, was ich jetzt nicht wirklich brauche. Das hier zum Beispiel, die kann man immer dabei haben, man weiß ja nie. Das kann weg, das kann weg, das... Wobei, die Zwiebelscheiben, ich weiß nicht genau, wofür ich die wirklich brauche. Okay. Ja, haben wir viel zu viel immer noch dabei, aber was soll's. So, dann speichern wir mal. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie wir denn an diverse Punkte einfach mal genauer hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Tschüss.